Servus und herzlich willkommen bei Kani Erlebnispädagogik. Ich bin der Andi und heute geht es mal um was ganz, ganz anderes, nämlich eine kleine Modifizierung und eine kleine Produktvorstellung. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ja, gleicher Ort, gleiche Zeit. Keine Zeitverschiebung, alles cool. Ich habe mir jetzt, also wir haben jetzt Januar 2018. Ich habe im Herbst 2016 war das dann, mir das Bear Grylls Paracord Knife bestellt mit orangener Schnur und das war so geil. Nee, ohne Witz. Es ist sehr tauglich. Ich habe das immer quasi so hinterm Rücken trage. Das hat beim Autofahren nicht gestört, das hat mit dem Rucksack nicht gestört. Und es war als Backup immer dabei, recht leicht. Genau. Und ich fand es so ganz tauglich. Videos drüber gibt es genug. Ich glaube, da brauche ich dann nicht nur extra eins drehen. Jetzt kurz zwei Dinge. Zum einen habe ich die blöde orangene Schnur austauscht. Und dann noch zwei kleine Modifizierungen für mich persönlich, wo ich gesagt habe, hey, das muss einfach sein. Ich habe zum einen hier eine Mulde reingeschliffen. Die ist sehr scharfkantig, dass man auch den Feuerstahl dran abziehen kann. Und ich habe die Wicklung so gemacht, dass quasi die Schnur nicht durch das Skelett durchgeht, sondern nur außenrum. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, da sieht man es, der kleine Schlingel hier, dass ich da einen Feuerstahl reinstecken konnte. Der ist quasi immer dabei, der fällt auch nicht raus. Wenn ich ihn brauche, habe ich ihn. Das ist so ein Notfallding. So, ansonsten ist das Messer ziemlich cool zum Batone, zum kleinere Schnitzarbeiten machen. Wenn man mal richtig zupacken muss, wird es mit der Zeit ein bisschen unangenehm in der Hand. Aber es geht. Es ist okay. Und die andere Sperenzle von einem Paracord Knife ist natürlich, ihr habt Paracord dabei, ihr habt das Messer dabei, ihr könnt einen Speer draus bauen, für was auch immer, hier in Mitteldeutschland oder in Süddeutschland, Mitteleuropa. Ja. Aber es ist geil, es ist ein gutes Gefühl, das dabei zu haben. Und es ist es in letzter Zeit immer mehr vorkommen. Falsch rum. Na? So. Dass es einfach neben mir liegt, dass es einfach aus der Kaltgescheide rausrutscht. Da habe ich gedacht, das kann gar nicht sein. Moment. Genau. Und das ist mir jetzt gerade vorhin auch wieder passiert. Vor allem, wenn man es am Rücken trägt, dann ist er quasi quer. Da bleibt man dann ab und zu mal mit dem Rucksack hängen, da ruckelt es dann ein bisschen und ruckzuck ist rausgerutscht wieder. Das ist doof. Vor allem dann, wenn ihr mit Kids unterwegs seid, das ist gar nicht gut. So, mein Projekt für heute ist, wenn ich jetzt heimkomme, ich werde die Gürtelschlaufe abschrauben. Ach, das ist nämlich nochmal eine kleine Modifizierung. Zum einen habe ich die Abstandshalter verloren, da habe ich dann irgendwelches Neues, Gummile und irgendwelche Ringle genommen, dass der Abstand wieder passend ist. Und zum anderen, weil sich die Schraube gelöst habe, habe ich das Loctite genommen. Und zwar das halbfeste. Das heißt, damit ist eure Schraube nicht versaut, sondern es ist eine Schraubesicherung, wo ihr dann wieder aufdrehen könnt. Und die Schraube könnt ihr nachher wieder benutzen. Also die kriegt man auch ganz gut wieder sauber. So, genau. Ich werde die Gürtelhalterung wegmachen. Ich werde das Paracord wegmachen. Ich werde die Kydex-Scheide, weiß ja jeder, das ist ein Thermoplast. Kann man zigmal warm machen und wieder neue Formen geht. Und jetzt werde ich einfach dann neu pressen. Das heißt, in Backofen, ich werde nochmal nachlesen, ich glaube bei 130, 150 Grad irgendwie. Und wenn es dann durch erwärmt ist, hole ich es raus, dann relativ schnell Messer rein, oben und unten Polster, ganz oben und ganz unten Bretter und mit der Schraubzwinge gib ihm. Und dann auskühlen lassen. Und dann hoffe, dass es wieder ein bisschen strammer sitzt. Genau. Aber ich zeige euch alles für Schritt und dann schauen wir weiter.
Also bleib dran. Hier sind wir wieder und ich könnte mich gerade schon wieder wegschmeißen, weil heute habe ich einen Kameramann, den kennt ihr alle, das ist der Andi 2. Andi, sag mal hallo Andi. Hallo Andi. So, und jetzt kommt das Ergebnis vom Paracord Knife Kitex-Scheide Neupresse. Genau, man sieht es wahrscheinlich schon, die grüne Spuren. Also erstmal, der eigentliche Sinn von dem Ganzen war ja, dass es straffer reingeht und rausgeht, also nicht mehr so leicht rausgeht. Und es ist wirklich Bombe. Also das hebt wieder richtig gut. Da geht gar nichts mehr, so wie gestern, wo es rausgeflutscht ist. Spar das. So. Zwei Panne, die passiert sind. Zum einen bei der neuen Wicklung vom Griff. Die ist jetzt gerade im Augenblick nur so straff, dass ich den Feuerstahl dann immer reinkriege, den kleinen. Den habe ich jetzt erstmal draußen gelassen. Und das zweite war von der Kitex-Scheide. Da ist ganz viel Isomatte hängen geblieben. Da sieht es aus ein bisschen wie Flecktarn. Bin dann grob. Aber nicht schlecht, gell? Nein, no, schon geil. Ja. Ich bin dann grob mit dem Bunsenbrenner drüber. Also dass es nur oberflächlich quasi ein bisschen auskurgelt. Und es ist jetzt nicht mehr so ausgefranst, wie es war. Also, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich gehe wieder sehr straff rein und raus. Ich kann das wieder hinten an den Gürtel dran machen. So wie ich es gerne habe. Und ich würde sagen, hat sich gelohnt. Ja, in diesem Sinne, wir werden hier nur ein paar 1, 2, 3 schöne Stunden erleben. Ups. Hast du mich verwackelt? Nein, da. Und euch wünsche ich viel Spaß. Vielleicht beim selber ausprobieren. Ich habe auch schon selber keine gescheite Bastel für mein kleines Neckknife. Das Video werde ich dann wahrscheinlich zum Schluss verlinken. Könnt ihr euch auch mal angucken. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.